Alright, guten Morgen. Willkommen zurück hier zur Frühstücksbörse. 26. August, Datum stimmt ausnahmsweise mal hier bei mir. Und in dem Fall natürlich hier, ja, turbulente Marktsituation, die wir insgesamt sehen. Turbulent, vielleicht nicht unbedingt das konkret richtige Wort. Allerdings sehen wir weiterhin auf allen Ebenen durchaus Bewegung und, Entschuldigung, auf allen Ebenen entsprechend durchaus auch Möglichkeiten, vielleicht hier alsbald wieder die ein oder andere weitere Trading-Möglichkeit hier zu gestalten. Gestern hatten wir von dem IFO-Institut leichte bessere Wirtschaftsnachrichten bekommen. Der Geschäftsklimaindex konnte sich leicht positiv bewegen, wenn auch nur marginal. Aber wir sehen ein wenig jedenfalls hier Lichtblicke am Horizont. Einerseits sind natürlich immer Wirtschaftszahlen positiv, die wirklich die wirtschaftliche Bewegung entsprechen. Ja, andeuten. Auf der anderen Seite sind natürlich Geschäftsumfragen zum Geschäftsklima, wie entsprechend hier auch von dem IFO-Institut zwar eine Aussage, allerdings natürlich nur Umfragewerte, die daher, wie gesagt, ein Stück weit vielleicht mit Vorsicht zu genießen, mit Vorsicht zu genießen werden oder also mit Vorsicht zu genießen sein sollten, wie man zum Beispiel auch die Einkaufsmanager-Indizes, die entsprechend hauptsächlich auf Umfragewerten berufen, berücksichtigen müssen. Wie gesagt, gute Zahlen, wichtige Informationen durchaus, wie Aussichten sind, wie entsprechend Unternehmen dort handhaben, beispielsweise auch eben das Umfrageunternehmen dort Kantar, die vielfache Wirtschaftsumfragen dort tätigen. Hab da selbst im Familienkreis jemanden, der sich dort teilweise damit beschäftigt und entsprechend eben auch an solchen Umfragen zum einen auf der Geschäftsseite teilnimmt und zum anderen natürlich dann auch entsprechend die Informationen dann aus erster Hand wiederum bekommt. Was hatten wir ansonsten? Wir haben natürlich weiterhin Informationen, die eigentlich positiv sind, dass entsprechend die Kurzarbeit weiterhin verlängert werden soll. Das heißt, dass natürlich entsprechend bis zum Ende des kommenden Jahres weiterhin ausgeweitete Programm dürfte insgesamt natürlich hier mit großem positiven Druck dort auf die entsprechenden Märkte treffen. Auf der anderen Seite natürlich nach wie vor auch die Finanzierungsfrage, wie wir ja so insgesamt hier feststellen. Auf einmal ist für alles Geld da, wo man vorher vielleicht an Schulen, Kindergärten sparen musste, ist auf einmal natürlich hier Kapital für jeden und für alles entsprechend vorhanden. Eine Frage natürlich der Finanzierung dürfte dort noch nicht ansatzweise vielleicht einmal geklärt sein. Positiv, definitiv, dass man sich erstmal hier auf die Hilfeseite dort oder Unterstützungsseite entsprechend stellt und natürlich die Regierung dort, Regierungen global gesehen, erst einmal weiterhin dabei daran arbeiten. Das hinterfragen allerdings uns das Positive vielleicht hier, und das wäre gerade ein kleines Beispiel hier im Spiegel vorhin gefunden, was passiert eigentlich mit Reiserückkehrern auf einmal, nachdem man ja vorab die Grenzen eröffnet hat wiederum und ja, viele entsprechend im Ausland auch ihre Urlaubsreisen dort tätigen. Ob das alles sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich bin da eher skeptisch natürlich dem Gesamten gegenüber, denn auch entsprechend, wie ich es seit langer Zeit sage, private Reisen sollte man ja auch durchaus mal vielleicht die eine oder andere Saison entsprechend auch im heimischen Land durchführen können. Genauso wie ich gerade hier die Zeit in Deutschland genieße, heißt es natürlich nicht auch, dass es andere auch tun sollten. Nur trotzdem ist natürlich auch von der Infektionsgefahr ausgehend durchaus dann mit besserer, positiver Bewegung insgesamt in den Märkten zu rechnen. Und das, was wir hier aktuell sehen, man hat auch scheinbar erst einmal vergessen, dass es eine Art Inkubationszeit gibt. Der Artikel hier relativ auf den Punkt oder ziemlich auf den Punkt gebracht. Das, wie gesagt, wo wir uns jetzt gerade natürlich hier entsprechend bemühen, auf einmal Tests für alle Rückkehrer gratis. Ob das auch so sein muss, weiß ich nicht. Zumindest einen gewissen Kostenbeitrag hätte man da vielleicht auch weiterhin umlegen können. Egal wie was, aktuell die Situation natürlich da scheinbar so, dass ein Großteil der Rückkehrer durchaus wohl mit infizierten, positiv infizierten Fallzahlen entsprechend dann hier auf den Arbeitsmarkt dann wiederum trifft. Und die Frage natürlich, inwiefern das weiterhin weiter positiv, politisch gesehen jedenfalls positiv, weiter dann eine Eindämmung der insgesamt Covid-19-Infektionen hier mit sich bringt. Bin da sehr skeptisch, aber okay, wie in vielen Fällen erst einmal so aktuell die Fallzahlen hier und wie auch in vielen Fällen, wie ich gerade schon vorab angedeutet, erst einmal etwas zu beschließen und dann im Nachhinein auch nicht drüber nachzudenken. Also diese Art von Regresspflicht geht da auf allen politischen oder in allen politischen Ebenen durchaus einher, ja, auch entsprechend mal Politiker dort zur Verantwortung zu ziehen. Positiv wie auch negative, soll er nicht nur auf der negativen Ebene dort für oder zu Repressalien führen, wenn ich nur an die Automobilmaut dort denke, von dem Verkehrsminister Scheuer dort, vollständiger Schwachsinn, der passiert ist und entsprechend ungeahnt
bleibt hier und wie auch in der Corona-Krise erst einmal was zu tun, mit Sicherheit gut, aber inmitten der Zeit hier, die aktuell natürlich auch vergangen ist, einfach mal zu hinterfragen. Und das ist für uns alle eigentlich auch nur menschlich, also entsprechend etwas zu tätigen, Entscheidungen zu treffen. Jeder Unternehmer tätigt hunderte von Entscheidungen monatlich und entsprechend hier politisch genau gleiche Situation, dass man dort nicht nur richtig entscheiden kann, ist nur menschlich, nur entsprechend muss man auch entsprechend auf Deutsch den Arsch in der Hose haben und am Ende dann zum einen dafür gerade stehen und zum anderen dann natürlich zu überlegen, wie man insgesamt die Wirtschaft und vor allen Dingen nicht nur die Wirtschaft, sondern entsprechend auch natürlich das Ganze sozialverträglich durchführt, umsetzt, um natürlich auch weiterhin hier entsprechend einen gewissen Strang, den man hier vielleicht nicht erkennen kann, ich jedenfalls nicht, dort, an dem man zieht, also eine gewisse positive Entwicklung und wie gesagt, die hintergeht oder die wird natürlich dann durchgeführt, indem man auch hinterfragt, wie seine eigenen Entscheidungen gewesen sind, um entsprechend dann möglicherweise anpassen zu können, revidieren zu können. Das hat natürlich dann aber ganz klar mit einem politischen Diskurs zu tun, der für mich jedenfalls aktuell scheinbar eher kaum gewünscht wird und eher negative Ereignisse dort vom Tisch gefegt werden. Was haben wir in den Vereinigten Staaten? Dort geht es weiter mit dem starken Sturm dort, Orkan Laura, der dort auf die Küste treffen wird, heute Abend respektive vielleicht am morgigen Vormittag, morgen früh der Fall. Windgeschwindigkeiten von bis zu knapp 200 km/h werden dort erwartet und viele Ölunternehmen haben dort, Refinery-Unternehmen haben bereits dort die Produktion gestoppt. Das sind natürlich interessante Nachrichten und Ausblicke, wenn wir uns den Ölpreis anschauen. Ob der Ölpreis entsprechend aufgrund dessen bereits hier, jedenfalls der US-Markt dort, sich auf der oberen Seite bewegte, bleibt einmal abzuwarten. Aber wir sehen aber aktuell hier seit dem gestrigen Tage natürlich auch hier den Crude Light Preis sich nach oben positiv entwickeln. Das heißt, das wäre natürlich hier nach wie vor bullisches Argument für den Ölpreis. Allerdings, wie gesagt, sehen wir natürlich ebenso, dass wir aktuell auf wichtiger Zone uns befinden und an dieser wichtigen Zone natürlich dann entsprechend auch mit Gegenwehr zu rechnen sein dürfte, wenn die natürlich dann in dem Fall hier den Markt ein Stück weit entsprechend betreffend jedenfalls bestimmen dürfte. Das, was wir wie gesagt gerade sehen, dürfte insgesamt erst einmal der Sturm als solches insgesamt für eine positive Preisentwicklung sprechen. Stichwort natürlich in dem Fall Ölverknappung. Ob allerdings der große Einfluss entsprechend dann dauerhaft auch so bestehen bleibt, sei einmal abzuwarten. Was natürlich auch sein könnte, dass wir so etwas sehen, dass wir eine positive Bewegung sehen. Erst einmal Ölpreis legt zu und dann entsprechend vielleicht danach sollte das gesamte Ausmaß weniger schlimm werden, dann wiederum den Markt nach unten drücken. Sollte es allerdings natürlich hier eine stärkere Bewegung geben, wie zu damals im Vergleich 2018, als Sturmtief Michael dort auf die Küste traf und entsprechend viel Leid mit sich brachte, werden wir sehen, wird abzuwarten bleiben. Ich hoffe jedenfalls, dass es dort in Amerika nicht unbedingt zu sehr großen Einflüssen, entsprechend negativen Entwicklungen dort kommt. Das ist ja immer heftig, wenn wir uns überlegen, wie in der Vergangenheit, nicht nur in Amerika, sondern auch in Asien, jedenfalls dort, wo ich gewesen bin, Stürme, Orkane oder starke Windböen entsprechend gewütet hatten. Das jedenfalls, was wir auf der Agenda haben sollten oder auf dem Zettel haben sollten, wenn wir uns den Ölpreis anschauen. Ich bin weiterhin trotzdem dabei, dass ich immer noch hier meinen Short ein wenig durchfüttere. Die Position, wie gesagt, von der ich weiterhin ausgehe, dass sie durchaus hier zurücklaufen könnte, könnte für mich jedenfalls hier durchaus weiteres Potenzial bringen. Zunächst einmal allerdings müssen wir schauen, wie genau, wie gesagt, dann der Einfluss hier im US-Öl weiterhin sein würde. Diejenigen, die aktuell unterwegs sind, könnten natürlich darauf spekulieren, dass hier der Ölpreis noch einmal zunächst nach oben schießt. Der Einstiegspunkt aktuell nicht vielleicht unbedingt allzu verkehrt. Der Markt, wie gesagt, sieht hier eigentlich positiv aus, eigentlich in diesem Sinne, weil durchaus ja positive Bewegungen hier, positives Potenzial im Markt weiterhin eintreten könnte und dafür natürlich dann auch weiter der Markt nach oben laufen könnte. Was haben wir ansonsten noch aktuell? Wir haben definitiv gerade hier eine Möglichkeit im Euro gegenüber dem US-Dollar. Den Trade gestern von mir hat es leider ein wenig zerrissen. Das heißt, dort bin ich aktuell nicht mehr involviert. Aber wir sehen nach wie vor, dass wir hier an dieser Widerstandszone, die markante Zone, hier nicht verlassen haben. Wir handeln weiterhin um den 1,1930er Bereich. Solange der nicht erklommen werden könnte, beziehungsweise werden wird, beziehungsweise solange der Markt sich nicht nach oben aufwärts bewegt, sieht es eigentlich weiterhin gut aus. Das heißt, nach wie vor bin ich eher der Meinung, das spricht hier für den Wochenchart.
der hier natürlich gerade so ein bisschen Dochtbildung zeigte. Ob es das schon gewesen ist, müssen wir abwarten. Aber erst einmal sieht es weiterhin nach einer bärischen Bewegung aus. Der Einstiegspunkt allerdings vielleicht von mir ein wenig verfrüht. Normalerweise müssten wir sagen, wir warten hier ab und warten ab, dass wir ein paar Punkte, und zwar die 1,1780er Marke, wäre eigentlich der richtige Einstiegspunkt hier. Von daher warte ich mit dem Trade, bevor ich ihn entsprechend auch poste, für Sie noch ein wenig ab, würde daraus vielleicht eher eine Sell-Stop-Order sogar machen mit einem leicht schlechteren Einstiegspreis, also leicht tiefer, denn für gewöhnlich warten wir ab, wenn wir einen Pinball haben, dass auch ein Tiefkurs hier oder dieser Tiefstkurs dort, der Schlusskurs hier, zwar genau diese Zone, die wir hier sehen, 1,1790, also der Bruch der rund gesprochen 1,18er Marke. Sollte die 1,18er Marke nach unten hin durchbrochen werden, erst dann wollen wir im Trade dort involviert sein. Erst dann wollen wir entsprechend auf der Short-Seite hier uns weiteres Abwärtspotenzial anschauen. Und erst wenn das dann passiert, dann eigentlich den Markt so handeln. Ich bin dort ein wenig frühzeitiger reingelaufen, werde auch schon gerade ein wenig hier davon bestraft oder damit bestrafte. Ich sehe mich eher, dass hier im 4-Stunden-Chart, und das war bis eben gerade noch hier die Short-Möglichkeit, die ich dort gesehen habe. Das heißt, die Unterstützungszone, die wir zwar auch noch immer nicht nach unten hin verlassen hatten, aber ich sehe noch immer natürlich hier oder ich sehe weiterhin, dass wir uns hier in dieser Seitwärtsphase befinden, die nach wie vor hier eher bearish zu werten sein sollte. Erst wenn der Markt sich in Richtung 1,1870, 1,1890 bewegt, halte ich hier für ein wenig positives Potenzial hier meine Position dann für gefährlich. Erst einmal weiterhin bleibe ich jedoch weiter dabei und warte hier ein Stück weit ab. Zum einen frühzeitiger Einstieg. Heißt ja nicht, dass ich auch frühzeitig vielleicht einen Stop-Loss hier ziehen könnte, sollte der Markt zu stark gegen mich laufen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich natürlich erst einmal einen leicht besseren Einstiegspreis. Ändert aber nichts daran, dass ich insgesamt hier auf Wochenebene diesen Trade gerade eigentlich ziemlich gut finde nach wie vor und davon ausgehe eher, dass der Markt sich weiterhin hier abwärts bewegt. Kursziele wären hier relativ klar, und zwar das 1,15er, 1,1510er Niveau. Wir könnten ebenso ein Stück weit tiefer gehen. Das wäre hier die 1,1350. Da hatten wir hier unten oder hätten wir hier unten nochmal diese Tiefpunkte in etwa genau hier der Fall. Hätten ein paar Widerstands-Unterstützungspunkte, die wir hier noch mit abfrühstücken könnten. Und zwar genau Linienchart sehen wir es hier auch. Haben wir so die ein oder andere markante Ecke, die entsprechend natürlich hier dafür stimmt, also oder dafür spricht. Genauso auch hier dieser starke Zacken hier, den wir haben. Und dort auf diesen Ebenen, wie gesagt, hier sehen wir so die ein oder andere Möglichkeit natürlich, dass hier weiterhin Potenzial auf der Short-Seite eintreten könnte und dieses weitere Potenzial auf der Short-Seite natürlich dann, wie gesagt, durchaus auch etwas tiefer gehen könnte. Ob der Markt soweit läuft, weiß ich nicht. Definitiv hier gehe ich weiterhin nach meiner Methode vor, dass wir, wenn wir Druck nach unten sehen, entsprechend hier vielleicht nach einigen Pips bereits auf der Short-Seite den Stop-Loss versuchen anzupassen, vielleicht auch mal klein bisschen Gewinn vorab schon zu nehmen, hängt allerdings davon ab, wie stark der Markt fällt, sollte er denn überhaupt fallen. Aktuell jedenfalls weiterhin hier Bestätigung in allen Handelsmärkten hier gegenüber dem US-Dollar, fast allen jedenfalls. Wir sehen im Pfund weiterhin leichtes Short-Potenzial. Auch hier nach wie vor hat der Markt noch keinen, und wir handeln bereits am Mittwoch, keinen neuen Widerstandspunkt entsprechend erklimmen können. Wir sehen ebenso im Aussie, auch der Aussie handelt ein Stück weit aktuell jedenfalls noch im Seitwärtssumpf, hier würde ich es jedenfalls nennen. Wichtig, ganz klar hier, auch im Australdollar dürfte es interessant sein, ob dieser weiterhin hier die Risikobetrachtung übernimmt, also ob der Australdollar weiterhin anzeigte, dass es in den Aktienmärkten vielleicht auch leicht abwärts gehen könnte. Das hatten wir in der Vergangenheit, dass dort der Aussie quasi ziemlich parallel gelaufen war mit den Aktienmärkten als Risk-on-Risk-off-Indikator, also Risikowährung hier oder Risikoaversionswährung. Ganz klar, Aktienmärkte legen oder haben bloßgelegt weiter auf der Long-Seite, sorgte entsprechend ebenso dafür, dass dadurch auch der Australdollar sich dann weiterhin positiv bewegen konnte. Und wie gesagt, in diesem Zusammenhang hier stellen wir fest, dass durchaus Potenzial hier natürlich hier weiterhin bestehen könnte, aber wie gesagt, weiter jetzt erst einmal die Short-Seite anlaufen könnte. Dazu dann haben wir noch den Silbermarkt und Gold. Auch die sind ja beide, oder vielleicht nochmal kurz hier zum Cross, zum Pfunde Australier, der hält sich ein wenig. Das heißt, gestern schön zu beobachten, dass hier der Markt ein wenig zurückgelaufen war.
auf Wochenchart-Ebene ganz klares Seitwärtsbild, kann man jetzt beide Seiten draus riechen, entweder vielleicht auf der Short-Seite doch dann eine Rückkehr zu fallenden Märkten oder bullish, egal wie man es so betrachtet. Auf der Long-Seite allerdings spricht hier natürlich auch ganz klar der Monatschart ein deutliches Bild. Wir sind nach wie vor auf der Unterstützungsebene. Wir haben bereits hier zum Ende dieses Handelsmonats bereits positives Potenzial hier, was wir entsprechend sehen können. Und dafür spricht natürlich hier auch weiterhin, dass entsprechend der Markt auf der Long-Seite weiteres Potenzial hier anläuft und wie gesagt auf der Long-Seite dann ganz klar der Markt natürlich hier für weiteres Potenzial sprechen dürfte und entsprechend wie gesagt weiteres Potenzial hier dafür spricht, dass wir auf der oberen Seite durchaus den Pfundemarkt hier wahrscheinlich weiter eher befürworten sollten. Also der Trade läuft weiter und dann jetzt wie gesagt zum Silbermarkt, der tendiert langsam weiter abwärts. Das heißt, das war die andere Position, die hat es gestern entsprechend dann auch gerissen im Stop-Loss. Wir sehen hier, dass wir uns langsam auf der Short-Seite bewegen. Das heißt, auch hier dreht gerade der US-Dollar und das hat mit Sicherheit hier auch einen Hintergrund mit dem US-Dollar im Zusammenhang weiter auf. Das heißt, Silber-US tendiert abwärts und der Markt hält sich hier erst einmal noch oberhalb der 26er-Marke fest, aber trotzdem Short-Potenzial weiterhin hier auslotbar. Das heißt ebenso auch im Goldpreis. Auch hier hatten wir uns ja gestern entsprechend hier angeschaut, wie dort mögliche Bewegungsebenen sein könnten. Genau das ist eingetreten, was wir hier gestern gesehen haben. Vielleicht nochmal eine neue Verkaufskerze dazu zeigen hier. Genau diese Zone, nämlich Unterstützungszone hier, wurde gestern nach unten hin im Stundenchart wohlgemerkt, wurde nach unten hin verlassen, hatte dann kurzzeitig verlassen sogar. Theoretisch wäre auch das hier schon eine Einstiegsmöglichkeit gewesen. Also bearische Bewegung, Retest, also Antesten, der dann entsprechend vormals Unterstützungs-, dann Widerstandszone im Markt abgefallen. Rückläufer noch einmal erneut und jetzt fällt der Markt auch weiterhin ab. Das heißt, es riecht eigentlich weiterhin danach, als würden wir weitere Verkaufsmöglichkeiten hier sehen und entsprechend weitere Verkaufsmöglichkeiten natürlich hier könnten dafür sprechen, dass auf der Short-Seite durchaus auch weiteres Potenzial hier eingeläutet werden könnte. Also weiterhin natürlich hier der Goldpreis sich schwach bewegt. Wie gesagt, das wäre positives Argument, wenn wir uns das hier anschauen. Positives Argument für einen stärkeren US-Dollar und natürlich dann Argument, wie gesagt, ganz klar dafür, dass wir hier auf der unteren Seite noch weiter abwärts uns bewegen könnten. Das sind auch insofern schon meine wichtigen Trades. Und zwar nach wie vor hier Pfunde Aussie bleibt, wie gesagt, bestehen. Der sich ja gerade ein wenig berappelt, so würden wir es jedenfalls sagen. Wir sehen auch hier, dass der Euro-Dollar jedenfalls ein wenig seitwärts sich hier bewegte. 1,5 Stunden knapp noch, bis diese Handelskerze fertig gedruckt wurde im Markt. Von daher auch dort haben wir noch einiges an Abwarten durchaus möglich, was hier die Märkte oder den Markt weiterhin bewegen könnte. Zum anderen natürlich nach wie vor die Aktienmärkte. Wir sehen ein wenig Widerstandsgeplänkel hier im Dow Jones. Wie oft habe ich das schon gesagt? Der Markt lief hoch und wurde wieder ein Stück weit verkauft. Sollten wir erwarten können, dass heute in den USA weiterhin der Markt sich aufwärts bewegt, würde ich vielleicht auch hier nochmal eine Long-Position dagegen stellen. Ähnlich sieht es auch aus im Nasdaq. Der ist schon so hoch und läuft immer noch auf der oberen Seite weiter. Und wie gesagt, auch der S&P 500, auch der tendiert ja gerade schon hier stark vorbörslich auf der oberen Seite mit weiterem Potenzial nach oben. Also auch wie gesagt, hier keine Änderung in dem Fall in Sicht. Nach wie vor auch hier der Markt auf der oberen Seite stark, stark positiv und deutet auch weiterhin an, dass hier noch mehr Positives in den Märkten laufen könnte. Wie gesagt, auch hier also nach wie vor die Long-Seite ganz klar diejenige, die hier gerade läuft. Vielleicht sollten wir nochmal eine nächste Long-Position dem entgegenstellen. Warum eigentlich nicht? Da nochmal ein wenig Risk aus dem Markt genommen. Macht eigentlich insofern Sinn. Von daher die Gegenseite noch einmal angenommen hier im S&P 500. So, das sind soweit meine Themen für den heutigen Tag. Fragen sehe ich von Ihrer Seite erst einmal keine. Bleibe ich also, wie gesagt, zusammengefasst dabei. Euro-Dollar Short. Einstieg entweder frühzeitig, wie ich sie jetzt schon vorgenommen habe, oder dann den Bruch der 1,18er Marke, also 1,1780 Verkaufsstopp, also Sell Stop Order, Take Profit, Entschuldigung, Stop Loss sollte dann der gleiche sein. Einfach hier oben auf die obere Seite legen, 1,1955, relativ weit entfernt. Von daher passen Sie Ihre Positionsgröße vielleicht ein Stück weit auf der Short-Seite an und Take Profit, ja, lass laufen, auf Deutsch übersetzt, grob gesagt jedenfalls, bis zur 1,15er Marke könnte durchaus
Potenzial auch schnell vielleicht ausgelotet werden. Was wir sehr oft sehen, die Märkte bewegen sich in eine Richtung, rollen seitwärts und dann kommt doch vielleicht der etwas schnellere Fall auf der Short-Seite. Also wie gesagt, auch hier gibt es durchaus einiges an Möglichkeiten, was wir erwarten könnten und was hier, wie gesagt, dafür sprechen könnte, dass noch weiteres Potenzial, weiteres Short-Potenzial, wie gesagt, im Markt eintritt. Von der Aussie lassen wir laufen auf der Long-Seite. Wie gesagt, hier bleibt weiterhin bestehen. Und das sind erst einmal hier meine Handelspositionen, vielleicht noch nebst der Gegenposition, respektive diejenigen, die hier auch frisch einsteigen wollen. S&P 500 sieht einfach bullisch aus. Darf definitiv hier der Fall. Das heißt, auch hier könnte durchaus noch weiteres Potenzial natürlich hier weiter im Markt laufen. Bis dahin, viel Erfolg, danke fürs Zuhören, alles Gute, ciao, ciao.